Ja, liebe Wernicke Röderinnen, liebe Wernicke Röder, ich darf Sie zum letzten Mal begrüßen zu unserer Sendung Der Oberbürgermeister informiert. Heute muss es besser heißen, der Oberbürgermeister verabschiedet sich. Vor wenigen Tagen gab es eine Sonderstadtratssitzung, auf der ich offiziell meine Entlassungsurkunde bekommen habe. Und in wenigen Tagen wird meine 14-jährige Amtszeit als Oberbürgermeister von Wernigerode enden. Ich blicke auf sehr ereignisreiche, sehr erfolgreiche, aber manchmal auch schwere Zeiten zurück. Es war eine tolle Zeit hier in dieser wunderschönen Stadt, auch mit Ihnen gemeinsam unsere Stadt zu entwickeln. Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich denke, Sie sind mit mir einer Meinung, dass wir vieles gemeinsam geschaffen haben, dass sich Wernigerode in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat. Und das wird honoriert von den Gästen, von weit her, aber auch von den Einheimischen. Ich hoffe und wünsche, dass die Entwicklung unserer Stadt so weitergeht, wie wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, auch wenn die Zeiten schwieriger werden. Wir konnten tolle Projekte umsetzen, die nicht zuletzt zur wirtschaftlichen Stärkung, aber auch zur Erhöhung der Lebensqualität hier in Wernigerode beigetragen haben. Ich hoffe und wünsche, dass sich die positive Entwicklung unserer Stadt fortsetzen wird, auch unter dem neuen Oberbürgermeister Tobias Kascher, dem ich natürlich alles erdenklich Gute wünsche, immer ein glückliches Händchen bei den nicht immer einfachen Entscheidungen. Ich hoffe und wünsche, dass auch Sie, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, weiter mit dabei sind, wenn es darum geht, unsere schöne Stadt zu entwickeln. An Sie alle nochmal meine besten Wünsche für die Zukunft. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie Wernigerode treu.